Mein Name ist Maria Lohmeier und ich bin Imkerin. Ich imkere seit 12 Jahren und betreue ca. 25 Bienenvölker. Der Flugradius eines Bienenvolkes umfasst ca. 3 Kilometer, in dem sie effizient Honig sammeln. Die Biene ist so wichtig für die Bestäubungsleistung, weil sie blütenstet ist. Blütenstet bedeutet, die Arbeitsbiene fliegt raus, fliegt sich zum Beispiel auf einen Apfelbaum ein und bleibt dann während des ganzen Sammelfluges beim Apfelbaum. So kommt eine Befruchtung zustande. Zu einem Bienenvolk gehören im Sommer zwischen 40.000 und 60.000 Arbeitsbienen, eine Königin und ein paar hundert Drohnen. Und keines dieser Wesen ist für sich alleine lebensfähig, nur als kompletter Organismus. Und der Imker spricht da gerne vom Bienen als ein Wesen. Die Honigernte beginnt mit den Entnahmen der verdeckelten Honigwaben. Man entfernt die Wachsdeckelchen. Der Honig wird durch Zentrifugalkraft geschleudert und dann ist er kühl und dunkel sehr lange lagerfähig. Ich bin unglaublich neugierig, wie jedes Jahr die verschiedenen Honige schmecken, denn es ist wie beim Wein, kein Jahr ist gleich und keine Sorte ist gleich.